Hallo, grüß euch, da ist der Bernhard von Ruttertal. Schön, dass ihr dabei seid. Mich freut's. Heute ein bisschen andere Perspektive, kein so tolles Licht, weil unser heutiger Kandidat, der vorgestellt wird, ein bisschen nicht bei uns im Licht steht. Leider, aber dafür sieht man ihn gleich, wenn man bei uns reinkommt. Und zwar Playmobil hat was Neues ausgegraben. Und zwar Duck on Call. Und jetzt kommt meine persönliche Meinung. Also Playmobil, wer das ansieht, bitte nicht schimpfen. Ich glaube, Duck on Call ist so entstanden, zwei Playmobil-Mitarbeiter, Designer, keine Ahnung, Feierabend, gehen ins Hopcenter in Nürnberg, setzen sich so zusammen, trinken was. Und der eine erzählt so, boah, cool, ich habe früher als Kind immer Nils Holgersen gesehen. Und der andere so, ja, das waren noch Serien, unsere Kinder schauen heute alle Paw Patrol. Und dann macht's, wir haben die Idee, wir vermischen die beiden Serien. Okay, also wie gesagt, wenn man das jetzt dann sieht, kann man es nicht abstreiten, dass da ein bisschen was an, ja, an Paw Patrol gedacht wurde. Aber von der Story her ähnelt es dann wieder ein bisschen an Nils Holgersen, lustigerweise. Und zwar, also ich kenne jetzt nur den deutschen Trailer, ich kenne auch den englischen Trailer. Mehr wird nicht verraten momentan. Und zwar, also rein von der Mimik her, ist es ein kleiner Lausbub. Und der Lausbub wird in eine Ente verwandelt. Und anscheinend, dass er den Bann brechen kann, muss er sich, ja, ich sage einfach mal, sozial engagieren. Also helfen, wo es nur geht. Und da gibt es auch kleine Helferchen. Also es sind jetzt keine Erwachsenen, sind anscheinend auch Kinder, die Berufe nacheifern. Notarzt, Feuerwehr und Polizei. Das sind diese drei Hauptkategorien, in denen sich Douglas, so wie der Junge heißt, der die Ente im Hintergrund ist, engagieren muss und helfen, dass er den Bann brechen kann und wieder zu einem Menschenjungen wird. Genauso ist es. Bisschen crazy, aber ich find's cool. Das Ganze ist so angelehnt an nach Playmobil 1, 2, 3 und Playmobil für die Großen. Das ist einfach so ein Zwischending. Zugleich lernen die Kleinen ein bisschen das Sozialverhalten und so weiter. Was gibt's für Berufe, die Menschen helfen können? Jetzt fehlt natürlich noch das THW. Aber wer weiß, Duck on Call ist neu und es kann sich ja immer noch erweitern. Vielleicht kommt noch die Müllabfuhr dazu. Man muss einfach sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich find's cool. Wir haben jetzt aktuell das Starter-Set hier. Ich zeige mal kurz das große Set momentan. Die mobile Einsatzzentrale, die sieht so aus. Kostet normalerweise UVP fast 40 Euro, bei uns ist 3 Euro billiger. Also die Sets sind bei uns alle ein bisschen günstiger. Ich sage, UVP gibt es bei uns nicht. UVP heißt für uns unverschämter Preis. UVP ist No-Go bei uns. Dann hier als Beispiel das Feuerwehrauto. Die Feuerwehrautos kosten ein bisschen mehr, die kosten, ich glaube, der UVP 34,99, bei uns gute 32 Euro. Nicht runterfallen. Dann ein Polizeiauto. Und zu guter Letzt der Notarzt. Also das sind jetzt die größeren Sets, die wir hier haben. Hier ist der Notarztwagen. Also wie gesagt, diverse Ähnlichkeiten vom Design her sind da. Und dann haben wir noch kleinere Sets. Das sind die. Das ist quasi, oh, Entschuldigung, Kamera. Das sind die kleinen Spielsets. Das sind quasi kleine Spielwelten mit den menschlichen Hauptcharakteren und ein paar Leuten, denen geholfen wird, mehr oder weniger. Also zum Szenerie nachspielen, im Endeffekt braucht man beides. Einmal hier und einmal hier. Also im Endeffekt, man kauft sich, also so ist der Sinn, den ganzen. Man kauft sich die größeren Fahrzeuge, da ist auch Douglas mit dabei und der jeweilige Helfer und die kleinen Spielsets, dass man Leute hat, denen man helfen kann. Natürlich kann man in seine aktuelle Playmobil-Welt das Ganze wunderbar implementieren. Im Juni kommt dann das nächste Release, so wie es aussieht. Da ist dann auch die große Einsatzzentrale mit dabei und noch ein paar kleinere Sets, also wirklich kleinere Sets. Und wir freuen uns drauf, also ich finde es echt eine coole Sache. Und wie gesagt, bei den Preisen natürlich bei uns um einiges billiger als der UVP ist. Und ach ja, und für alle anderen noch. Also, unser Junior ist noch nicht da. Es tut mir leid, dass unsere Videos eben so, ja, sporadisch drüber das andere Video gemacht kommen. Oder überhaupt, weil es ist wirklich, es fällt momentan einfach viel zu viel an, nach dem, dass ich momentan Einzelkämpfer bin. Und das wahrscheinlich noch die nächsten zwei Monate so dahin gehen wird. Aber ich versuche jetzt immer wieder Videos aufzunehmen. Vielleicht klappt es dieses Wochenende, denn ich rechne heute. Also wie gesagt, das Video ist aktuell. Also das Video ist heute am Freitag gemacht und kommt am Freitag noch raus. Ich rechne heute noch mit unserer Kobi-Lieferung.
Genau, und zwar mit, was ist dabei? Ich glaube, die Maus müsste dabei sein. Auf alle Fälle die Exekutivversion von Maserati. Das französische Oldtimer-Auto ist mit dabei. Und noch irgendwas, was ich aktuell jetzt momentan über... Genau, der Bell UH1D ist mit dabei. Also es sind insgesamt 4 Sets, die reinkommen. Ich habe sie im Online-Shop schon reingesetzt, also mit Verkaufspreis. Also wer sie kaufen möchte, kann es schon machen. Ich werde vielleicht bei Facebook und bei Instagram werde ich noch ein kurzes Posting machen. Wenn die Sets da sind, dann könnt ihr gleich einen Online-Shop reinstürmen. Ich hoffe, ihr stürmt rein. Und die Sets dann kaufen. Wie gesagt, im April kommt dann die Yamato noch dazu und noch ein paar andere Sachen. Und Juni Kobe Manta, coole Sache. Einige auf Lager, also gleich vormerken, bei uns gibt es den Manta dann im Juni oder Ende Juli, wann das Ganze rauskommt. Kobe weiß selber noch nicht genau. Von daher, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer auch zuseht. Macht es gut. Tschüss, euer Bernhard von Router Toys.